Nächste Runde mit Codrain. Willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe in der letzten Folge diesen Geheimgang hier gefunden, wo ich mich runterbalancieren musste. Ach du dicke Scheiße. Ach du dicke Scheiße. Das ist eine krasse Höhle hier. Na dann. Oh nein. Just cut straight through the mist. I'll take a bit more than that to keep us from getting lost. Let's take a break here. Ja, das ist ein Mistel. Okay. Oh, this? It's called onigiri. It's a kind of food that's easy to carry around. Not that there's any point in eating food for a revenant. Although we may thirst for blood, we never grow hungry. Still, I think that makes eating all the more meaningful for us. We fight. We drink blood. We revive. We fight some more. Our lives are pretty much one endless loop. But every time you go around, you almost forget that we were all human once. If I completely lost the memory of my human past, I wouldn't be me anymore. I would just be something in the shape of me. I'd look like a revenant, but on the inside I'd be no different than the lost. What's the point of living like that? I served in the army. Back before I became a revenant, we always used to eat these things when we were out on missions. I guess it helps me remember. It was a miserable time, but I made some good friends that I shouldn't let myself forget. This stuff doesn't really taste that great, but eating it always reminds me of those friends. So, I guess you could say it helps me stay me. It's been an important companion in my life. Okay, all set. Come on, let's get going. There's a blood spring up ahead. Be careful not to lose your bearings, all right? If we get split up in this mist, we may never be able to find each other again. Okay, Nebel voraus. Ist das jetzt ein komplett neues Gebiet? Heulende Grube heißt das Ding, okay. Hier habe ich jetzt tatsächlich 100% erforscht, aber da gibt es ja noch diesen einen Bereich, den ich nicht erkundet habe. Also wo es dann halt auf die andere Seite weitergeht. Parkruine. Gehe ich da nochmal kurz zurück und das scheint wohl auch ein Abschnitt zu sein, der wichtig ist für die Geschichte. Hier um die Ecke ist der Typ, den ich besiegen soll. Ach hier. Der! Und dann? Holy shit. Autsch, schön reingerannt. Und der Typ, der war hier auf der anderen Seite irgendwo, ne? Ach, das ist der, okay.
Im Parkour ist der. Der komische Typ, dem wir das ganze Blutzeug gegeben haben. Hey, did you guys take down that Lost? That put you through a bit of trouble. That was supposed to be my job. It's been a while since they booted me out of the shelter, but I can't seem to knock the rust off my sword arm. That's what happens when you spend too much time living in a place the Lost have been cleaned out of. Now we gotta find blood springs if we're gonna survive, huh? Das war alles? Finding blood springs isn't. We can build a new shelter if the spring's in a safe spot. And good living space goes to whoever finds the place first. That's the only chance folks like us who've been kicked out of a shelter have got. Okay. So, dann gehen wir mal in das neue Gebiet, was wir entdeckt haben. Ich bin irgendwie, habe irgendwie das dumme Gefühl, dass da ein Bossgegner sein wird. Gebiet G12, folgende Grube. Na dann. Oh Mann. Beimis. Und so ein großer Typ. Oh Mann, es sind hier scheiß große Viecher unterwegs. Oben kann ja wohl nichts kommen, oder? Oh fucking hell. Komische Insektenviecher. Ich nehme an, die sind genauso stark wie die diese anderen Typen, diese mutierten. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Hier allerdings schon. Hier bin ich hergekommen, oder? Ne. Hier war ich noch nicht. Oh Gott, zwei von denen. The fuck? Okay, die machen Blitzscheiße. Aber gut, wenn die den Atem machen, dann kommt man noch relativ schnell an den vorbei. So schwer sind die jetzt nicht. Plasmapatrone. Königin-Eisen kann man immer gebrauchen. Dieses Upgrade-Mittel für die Waffen und Co. Hier oben war ich noch nicht. Oh mein Gott, zwei von denen. Fuck. Damn it. Oh fuck. Ah!
Atlas überrascht. Okay, von da bin ich gekommen. Im Moment, da war ein Hebel. Der Hebel? Ah, damit kann man den Weg ein bisschen auffüllen. Okay. Mal, hier war ich dann jetzt aber gewesen, oder? Hä? Krass, wie schnell man auf einmal ist mit diesen passiven Effekten, Leute. Hier wollte ich lang gehen. War! Das ist eine Suppe. Es ist voll langsam in diesem Scheißzeug. Boah, es ist ätzend. Scheiße. Na gut, hilft da alles nichts. What the fuck? Nein! Instant Kill! Okay, die Viecher sollte man nicht unterschätzen. Das blöde Gift halt. Scheiße. Das war da hinten irgendwo. What? Was für ein Patronen? Zehntausend. Ich die einzelnen weglocke.
Ah, hier ist nicht so tiefes Wasser. Lieber ich nehme die Messer, dann verschwende ich nicht so viel E-Core. Erlesene Sake, okay. Es ist jetzt aber schon hier dieser Gang, wo ich einmal außen rumgehen kann, oder? Genau, dieser Gang. Hier weiter. Gehen wir erstmal hier weiter. Alles zugepackt mit dem ganzen Schatz hier. Oh Mann, wieder so einer. Boah, es ist so krass, was für eine Reach der hat, ey. Es hält doch ganz schön lange an, wenn man diesen Fokussier-Modus hat. Denn wenn ich das anhabe, dann ruhig mal Magie einsetzen. Man erkennt es auch gut, wenn man den Teamfight, wenn man im Fight ist und dann das Ding ausgelöst wird. Ohne Regenerationserweiterung, ja, holy shit. Ja, damit. Awesome. Oh, hier wird's wieder tief. Oh nein, das ist einer von diesen. Wenn wir hierher kommen, dann. Holy shit. Was für eine Pampe hier, ey, wirklich. Kann die schon schnell bewegen, aber man muss dann halt den Ausdauer verbrauchen. Was gehört? Da hinten ist einer wieder im Wasser. Oh Mann. Holy shit, ah! Weg hier! Ah! 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 Ja, komm her. Holy shit, weil er einen Blitz auf der gemeistert hat und Sprinten gemeistert.
Wie war noch einer von denen da? Ah! Holy shit. Ist sie auch gleich wieder. Ja, da ist ja noch einer. Ah! Hab mich auch schon gesehen. Voll scheiße, in diesem tiefen Wasser zu kämpfen, weil man sich halt kaum bewegen kann. Da ist halt auch schon wieder einer drin. Ah, das ist schon wieder einer. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Schalldämpfer. Ach, Dämpfgeräusche, okay. Wahrscheinlich für Hinterrücksangriffe sehr gut. Death by horrors after the great collapse. Assassinen überrascht. Assassinen habe ich noch nicht. Aber hier geht's hoch. Oh, das ist wohl die Quelle. So wie eine Mistöl.
All right. I'm currently tracing the spring's flow. Just hold on. Give me a moment. Wait. What's going on here? We have to go back to the old city ruins. There must be something we missed there. Not done. Anyway, let's get going. The fuck? Searching for blood beads on your own? That's awfully bold. Listen, no one here wants this to turn violent, so just hand over your blood beads. What if we don't want to? Then I'll take them. You're too late. A kid? Get away from Mia! Nicola! What are you doing out here? Because you... He's on the verge of a frenzy. That's why you want the blood beads, isn't it? If you lay a finger on him, I'll carve out your heart. Here, take this. That's for him. Give it to him, quick. No! You haven't had anything to drink, Mia! Don't be silly. Go on, it's for you. The symptoms aren't fading. Why? It's not enough, that's all. I just have to find more for him. Hey, come on. Going out on your own is crazy. Thanks for your concern, but we'll be all right. Come on, let's go. So, I don't think... Yeah, I know. Let's go after them. Den Gedanken hatte ich tatsächlich gerade auch. Wir sollten die doch nicht alleine loslaufen lassen. Sieht nicht so aus, als würde die da weit kommen. Like I even care about that. Das ist hier, okay. Oh Mann, das ist hier natürlich wieder alles voll mit dem Rotz, ne? Hier sind die lang, ne? Oh Mann. Die Schweine, die. Jetzt haben sie mich aber richtig dran gekriegt. Jetzt haben sie mich aber richtig dran gekriegt gerade. Das habe ich überhaupt nicht. The fuck, man. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Okay. Das ist sautief. Boah, jetzt ist natürlich mein ganzer Dunst weg. Ich habe es aber auch nicht gelernt, ne? Alter. Geht's hier nochmal nach? Null. Ich muss aufpassen, hier geht's einmal irgendwie. The fuck? Okay. Ah, dafür braucht er bestimmt das chemische Licht, oder? Menü bearbeiten, den packen wir mal raus.
Oder auch nicht. Aber man kann es hier erkennen. Ja, das ist halt wie in Dark Souls, dieses. Ja. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, an der Kante. Ja. Kannst du leicht erkennen. Da muss man halt schon genau hingucken. Das ist ja fies gemacht. Wie kommt man zu einem Gegenstand hin? Genau hingucken am Wasser. Hier ist die Kante. Und da falle ich halt wieder im Wasser. In die Tiefen rein. Wecker. Das ist schon krass fies hier, die Stelle. What the fuck? Hat sich gerade gebufft, die Sau. Rostschleusenschlüssel, okay. Er hat den Schlüssel dabei. Ich würde aber mal sagen, wir müssen hier mal einen Cut machen. Hier ist die nächste Dingsbums, oder? Die können wir nochmal anmachen. Das Wasser entfernt. Okay. Gut, wir machen, glaube ich, trotzdem mal hier. Kann ich mir noch mal ziehen? Okay, passiert aber nichts mehr. Dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns zur nächsten Runde wieder, zur nächsten Folge. Das war richtig cool. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht, was uns hier noch erwartet. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.